nehmen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr geht zu Ende und da ist es Brauch, dass man zurückblickt auf das Jahr, auf das Erreichte und vielleicht auch das Unvollkommene. Da passt es gut, dass wir heute am letzten Plenumstag des Jahres den Indikatorenbericht zum Stand der nachhaltigen Entwicklung in Deutschland debattieren. Darin geht es um die langen Linien, die großen Trends, wohin führt unsere Entwicklung, wo läuft's gut, wo besteht Handlungsbedarf. Und ich ziehe eine positive Bilanz aus mehreren Gründen. Ich habe es schon an anderer Stelle erwähnt, aber man kann es gar nicht genug betonen. Deutschland ist mit seiner Architektur der Nachhaltigkeit weltweit beispielgebend. Wir können stolz darauf sein, dass wir seit 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie haben, dass wir einen Rat für Nachhaltigkeit haben, dass wir einen parlamentarischen Beirat haben. Wir können stolz auf diese Institutionen sein und auf die Arbeit, die sie leisten, aber wir müssen sie weiterentwickeln. Ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie ist der regelmäßige Indikatorenbericht, den wir heute debattieren. Alle zwei Jahre misst das Statistische Bundesamt anhand von 21 Indikatoren den Fortschritt in den Kernbereichen Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt. Und im Bericht 2014 stehen positive Trends wie der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Abbau der Schulden oder die Erhöhung des Beschäftigungsniveaus. Und dann gibt es Ziele, die sich zwar in die richtige Richtung entwickeln, gleichwohl zu langsam. Dazu zählen die Energie- und Rohstoffproduktivität, der Primärenergieverbrauch, die Gleichstellung sowie die Flächeninanspruchnahme. Hier sind weitere Anstrengungen nötig, ganz klar. Und dann gibt es negative Trends in den Bereichen Mobilität, Zukunftsinvestitionen, Artenvielfalt. Dort liegt der Indikatorenwert bei 63% des Zielwerts, und das ist der schlechteste jemals gemessene Wert. Und alarmierend ist auch der Teilindikator für das Agrarland. Dieser ist auf 56% des Zielwerts gesunken und er hat sich in den letzten 10 Jahren deutlich verschlechtert. Wir müssen die Belange des Natur- und Artenschutzes in der Landwirtschaft stärken. Wir haben eine nationale Biodiversitätsstrategie und trotzdem wird Biodiversitätspolitik nicht als Querschnittsaufgabe verstanden. Hier haben wir Handlungsbedarf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Mal geht es bei der Fortschreibung des Indikatorenberichts nicht nur darum, die Ziele und Indikatoren ein weiteres Mal fortzuschreiben. Denn wir haben im September diesen Jahres die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, verabschiedet. Und deshalb geht es dieses Mal darum, unsere Strategie an diese 17 Ziele und 169 Unterziele anzupassen. Denn, seien wir ehrlich, gemessen an diesen globalen Zielen sind auch wir ein Entwicklungsland. Es mag den einen oder anderen Nationalisten überraschen. Auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Sie muss weiterentwickelt werden. Dazu bieten die SDGs jetzt eine Chance. Wir sollten sie ergreifen. Ich möchte hier für einen Konsumindikator plädieren. Für mich geht es letztlich darum, dass, wie Ernst Ulrich von Weizsäcker es formuliert, der Preis die Wahrheit sagt. Wenn wir ein T-Shirt für 3 Euro kaufen, sind da die Faser, die Herstellung, der Transport und der Verkauf wirklich abgedeckt? Das alles für 3 Euro? Oder ein anderes Beispiel, ist ein Stück billiges Fleisch wirklich so billig? Wie sähe es ohne Subventionen in der Landwirtschaft aus? Oder wie sähe es mit veränderten Subventionen in der Landwirtschaft aus, die etwa den Naturschutz belohnen? Wie kann man das messen? Und wie kann man wirklich dafür sorgen, dass der Preis die Wahrheit spricht? Ich finde, das ist eine spannende Aufgabe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2015 war ein gutes Jahr für die Nachhaltigkeit. Wie erwähnt, haben wir im September in New York den Weltzukunftsvertrag geschlossen, ohne den das Klimaschutzabkommen von Paris niemals zustande gekommen wäre.
Genauso wie wir die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit Wirtschaft, Ökologie und Soziales mittlerweile gemeinsam denken, genauso müssen wir diese beiden Verträge miteinander betrachten. Sie bedingen einander, und dass es gelungen ist, beide Verträge ins Werk zu setzen, ist ein starkes Signal der Hoffnung für unseren Planeten. Dafür danke ich allen Beteiligten, vor allem unserer Umweltministerin Barbara Hendricks und ihrem Team, das auf beiden Konferenzen Großartiges geleistet hat. Liebe Barbara Hendricks, mit diesen Verträgen ist Historisches gelungen. In Zeiten großer internationaler Krisen sind diese Verträge rechtzeitig zu Weihnachten das schönste Geschenk. Die Hoffnung, dass die Welt rechtzeitig zur Besinnung kommt. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat die Kollegin Birgit Menz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich würde mich freuen, wenn die Frage, wie wir eine nachhaltige Zukunft erreichen und gestalten wollen, häufiger den Platz im Parlament einnehmen würde, den sie verdient. Denn Nachhaltigkeit ist im Kern ein hochpolitischer Begriff. Das sehen wir auch an den Debatten, die wir im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung führen. Dass am Ende dieser Debatte Konsensentscheidungen stehen, wie auch bei der vorliegenden Stellungnahme, ist gut so, bedeutet aber vor allem für die Opposition viele Kompromisse. Die Linke steht für eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Dieses Leitbild unterscheidet sich zum Teil deutlich von dem, was in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie abgebildet wird. Wir werden deshalb im Rahmen des Beirats darauf hinarbeiten, dass die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in Deutschland neue, auch politisch unbequeme Schwerpunkte setzen kann. Mit den Forderungen nach neuen Zielen zur Förderung nachhaltigen Konsums und zur Bekämpfung von Ungleichheiten weist die Stellungnahme hier eine richtige Richtung auf. Was aber in der Nachhaltigkeitsstrategie bisher deutlich zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass Nachhaltigkeit längst eine zur sozialen Frage unseres Jahrhunderts geworden ist. Wir müssen zum Beispiel folgende Fragen neu denken. Wie schaffen wir eine faire globale Lastenausgleich bei der Bekämpfung des Klimawandels? Was erkennen wir als Gesellschaft jeweils als klassische Lohnarbeit als Arbeit an? Und wie kann Arbeit gerecht verteilt werden? Wir haben im vergangenen Jahrzehnt erlebt, wie eine zunehmende soziale und wirtschaftliche Verunsicherung der Bevölkerung erfolgreich den Widerstand gegen die stete Ausdehnung der Verwertungslogik auf den Menschen, seine Fähigkeiten und seine Arbeit gebrochen hat. Wirtschaftlicher Nutzen wird immer mehr zum Kern der Möglichkeit, Anerkennung in der Gesellschaft zu erfahren. Diesen Zusammenhang müssen wir aufbrechen. Wir werden eine nachhaltige Gesellschaft nur erreichen können, wenn wir allen eine sichere Grundlage geben, auf der sie frei und mutig neue Zukünfte denken und gestalten können. Deshalb brauchen wir endlich gute Arbeit und Teilhabechancen für alle. Wir brauchen eine gerechte Umverteilung von Wohlstand und Ressourcen. Diese Umverteilung müssen wir unter den Vorhaben erreichen, dass Wachstum nicht grenzenlos ist. Wir müssen anerkennen, dass unser Wachstum oftmals zulasten anderer geht und schon jetzt seine klaren Grenzen an der ökologischen Belastbarkeit unserer Umwelt gefunden hat. Das schulden wir unseren Mitmenschen weltweit, ebenso wie den nachfolgenden Generationen. Denn auf einem toten Planeten gibt es nicht nur keine Arbeit, wie die Gewerkschaft treffend mitteilt, auf einem toten Planeten gibt es keine Zukunft. Um den Einwand müssen wir uns also einschränken, vorwegzunehmen, antworte ich. Wenn damit gemeint ist, dass wir weniger verbrauchen, weniger Müll produzieren und auf umweltschädliche und unverantwortliche Technologien wie zum Beispiel das Fracking verzichten müssen, dann lautet die Antwort ja. Wenn wir damit aber den Mangel an Lebensqualität gemeint ist, dann lautet die Antwort ebenso eindeutig nein. Denn Lebensqualität hängt nicht vom Massenkonsum ab. Umverteilen setzt Umdenken voraus.
Wir müssen den strukturellen Wachstumszwang überwinden, die soziale Ungerechtigkeit verschärfen und unsere Umwelt, die soziale Ungerechtigkeit verschärft und unsere Umwelt zerstört. Und wir müssen Räume schaffen, in denen gemeinwohlorientiertes Wirtschaften entstehen und funktionieren kann. Das betrifft zum Beispiel die Frage, wie wir in Deutschland zentrale Wirtschaftssektoren wie Energie und Mobilität demokratisch und nachhaltig gestalten können. Das betrifft aber auch die Architektur des Handels, die Steuerpolitik, das Arbeitsrecht und den Sozialschutz. All das, was aktuell in einem für Mensch und Umwelt verheerenden globalen Standortwettbewerb unterworfen ist. Hier müssen wir globale Übereinkünfte und entsprechende Strukturen anstreben. Denn wir haben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Auswirkungen unser Handeln, unsere Politik für die Chancen auf die gerechte, ökologisch verträglich-soziale Entwicklung weltweit hat. Die überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie muss diese internationale Verantwortung als Aufgabe aller Politikbereiche definieren. Die drei großen Gipfel in Addis Abeba, New York und Paris haben noch einmal klargemacht, dass es ein Weiter-so nicht geben darf. Dazu haben wir uns alle bekannt, und nun gilt es zu beweisen, dass wir es ernst meinen. Zum Schluss möchte ich mich abschließend bei meinen Kolleginnen und Kollegen und deren Mitarbeiterinnen für die gute Zusammenarbeit im Beirat bedanken. Lassen Sie uns weiter streiten und jene Irritationen schaffen, die es uns ermöglichen, aus den bekannten Denkmustern auszubrechen, sie zu hinterfragen und Neues zu denken. Lassen Sie uns mutig sein. Danke. Der Bundestag, meine Damen und Herren, debattiert hier in erster Lesung die Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zum Indikatorenbericht 2014 Nachhaltige Entwicklung in Deutschland des Statistischen Bundesamtes, so nennt sich das korrekt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Andreas Lenz, CDU. Zu prominenter Zeit heute das Thema Nachhaltigkeit hier im Hohen Haus diskutieren. Das zeigt auch, dass das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung fundamentaler Bestandteil bundesdeutscher Politik ist. Schaut man sich den Koalitionsvertrag an, dann stößt man 69 Mal auf den Begriff der Nachhaltigkeit, manchmal in einen etwas unglücklichen Zusammenhang, aber nichtsdestotrotz zeigt es einmal mehr, wie wichtig der Begriff der Nachhaltigkeit und nachhaltige Politik für Deutschland ist. Es ist wichtig für die Bundesregierung, aber wichtig auch für die Parlament. Wir setzen hier ganz gezielte Akzente. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wird begleitet durch den Indikatorenbericht. Hier werden die Ziele eben bemessen. Die einzelnen Punkte werden hier begutachtet. Und ich will den Indikatorenbericht anhand einiger Beispiele deutlich machen, wo wir Verbesserungen erreichen konnten. Für mich das wichtigste Beispiel ist der ausgeglichene Haushalt, den wir mittlerweile zum dritten Mal anstreben und auch erreichen werden. Das ist auch deshalb nachhaltig, weil ohne die maßvolle Haushaltsführung die Bewältigung der durch die Flüchtlingskrise einhergehenden Herausforderungen nicht möglich wäre. Gleichzeitig werden die Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in die digitale und in die Verkehrsinfrastruktur, konsequent fortgesetzt. Das ist Nachhaltigkeit auch im Sinne der Generationengerechtigkeit. Kaum woanders werden die Unschärfen des Begriffes der Nachhaltigkeit so klar wie beim Thema der Energiewende. Wir haben hier die Entkoppelung von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum geschafft. Die erneuerbaren Energien sind Deutschlands wichtigste Stromquelle. Der Anteil der erneuerbaren Energie im Stromverbrauch lag im ersten Halbjahr 2015 erstmals über 30%. Dabei konnte die EEG-Umlage stabilisiert werden. Die soziale Dimension von Nachhaltigkeit gilt es eben auch zu berücksichtigen, ebenso wie die ökonomische. Und auch im Bereich der Innovationen hat Deutschland viel erreicht. Die Ausgaben des Bundes für Bildung und Forschung haben sich seit 2005 verdoppelt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind aber auch insgesamt gesamtwirtschaftlich deutlich angestiegen. Gerade die Forschung und der Transfer von Technologien, die einer nachhaltigen Entwicklung dienen, bieten auch wirtschaftliche Chancen.
Es gibt also wesentliche Fortschritte im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung. Deutschland ist hier nach wie vor Vorbild. Aber wir haben es gehört, Deutschland ist natürlich auch Entwicklungsland. Natürlich hindert uns niemand daran, noch besser zu werden. Es gibt auch Punkte, wo dies notwendig ist. Im Bereich der Mobilität erreichen wir unsere Ziele nicht. Der Endenergieverbrauch im Sektor Verkehr war 2014 rund 1,7% höher als 2005. Die Gütertransportintensität steigt weiter. Der Beirat fordert hier umweltfreundliche Antriebstechnologien, auch die Elektromobilität durch sinnvolle Maßnahmen stärker zu fördern. Auch sind weitere Anstrengungen beim Klimaschutz notwendig. Hier haben wir durch das Klimaschutzabkommen von Paris gute Voraussetzungen. Der Kohleausstieg muss gelingen. Der Beirat fordert, dass Deutschland bei der Verringerung der Pro-Kopf-Emissionen weiterhin ambitioniert vorangeht. Deutschland leistet viel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich der Armutsbekämpfung, der Friedenssicherung und der Demokratieförderung. Dennoch sind in diesem Bereich die selbst gesteckten Ziele auch finanziell noch nicht erreicht. Wir brauchen also ein weiterhin ambitioniertes Vorgehen, um die nationalen Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und wir können die Ziele erreichen. Nachhaltigkeitspolitik ist aber natürlich mehr als Indikatoren, so wichtig diese auch sind. Insgesamt 195 Länder haben sich am 25. September dieses Jahres auf 17 übergeordnete globale Nachhaltigkeitsziele geeinigt. Das ist wirklich eine historische Einigung. Die Ziele wie beispielsweise Armut beenden, Hunger beenden, ein gesundes Leben ermöglichen, Zugang zu Bildung schaffen und so weiter, bieten letztlich auch die Grundlage dafür, Perspektiven zu schaffen und langfristig Fluchtursachen global effektiv zu bekämpfen. Die Agenda muss gelingen. Es handelt sich nicht weniger als einen Weltzukunftsvertrag, wie unser Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung es formulierte. Natürlich ist es das eine, Ziele zu verabschieden, das andere, sie auch umzusetzen. Gerade auf die Umsetzung muss jetzt gerade geachtet werden. Dabei ist aber auch klar, dass die Prioritäten der einzelnen Länder unterschiedlich sind. Es geht um common but different responsibility, also um gemeinsame, aber unterschiedliche und geteilte Verantwortung. Und es ist ja schon erstaunlich oder beachtlich, wenn man in Indien, in Neu-Delhi am Flughafen landet, dass diese 17 Nachhaltigkeitsziele am Flughafen ganz plakativ an prominenter Stelle platziert sind. Das spricht ja auch dafür, dass eine Art gesamtglobale Verantwortung auch durch diese Ziele erreichbar ist. Deutschland hat sich als eines von 9 Ländern verpflichtet, die Ziele möglichst früh vollständig umzusetzen. Dafür muss es gelingen, die Inhalte der globalen Nachhaltigkeitsziele verständlich zu kommunizieren. Die Bundesregierung wird deshalb zügig einen Umsetzungsplan im Rahmen der Fortschreibung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie vorlegen. Und wir als Nachhaltigkeitsbeirat werden diesen Prozess konstruktiv, aber natürlich, wie es unsere Art ist, auch kritisch begleiten. Der Beirat ist ja sozusagen der Stachel der nationalen Nachhaltigkeitspolitik. Dabei werden wir die nationale Nachhaltigkeitsstrategie anpassen müssen, ebenso wie die Indikatoren, die zur Prüfung dienen. Aber auch auf europäischer Ebene ist eine Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie notwendig. Auch hier sind wir als Beirat in Gesprächen aktiv. Angesichts der globalen Herausforderungen gilt es noch einmal, die Notwendigkeit einer globalen nachhaltigen Entwicklung zu betonen. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn die unterschiedlichen Länder etwas Unterschiedliches unter Nachhaltigkeit verstehen, wir haben durch die globalen Nachhaltigkeitsziele eine Chance, die wir ergreifen sollten. Achten wir also, wie Papst Franziskus es in seiner Enzyklika sagt, aufeinander und haben wir sorgsam Acht auf die Schöpfung. Eine sehr schöne Definition von Nachhaltigkeit, wie ich finde. Herzlichen Dank. Andreas Lenz war das für die CDU. Nächste Rednerin von den Grünen, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Bündnisgrünen, Valerie Wilms, hat jetzt das Wort.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist ein Jahr wieder vorbei. Woran merken wir das? Wir haben mal wieder das Thema Nachhaltigkeit auf der Tagesordnung des Plenums und das zu prominenter Stunde in der sogenannten Kernzeit. Das scheint mir ja doch fast eine vorweihnachtliche Tradition zu werden. Kollege Lenz, Kollege Träger vielleicht, Kollegin Menz, vielleicht schaffen wir das ja nächstes Jahr dann auch wieder. Ne? Gucken wir mal. Viele sind heute durchaus hierher gekommen, um zuzuhören. Das ist auch was Neues. Das haben wir auch sonst bei Nachhaltigkeitsthemen nicht unbedingt. Also es ist nicht so groß, als wenn wir hier jetzt irgendwo ein Riesenstreitthema machen würden, das Auditorium. Aber es sind doch eine ganze Menge da. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur mehr das kleine Nischenthema, um das sich eine Handvoll Leute schon irgendwie kümmert. Nein, Nachhaltigkeit, werte Kolleginnen und Kollegen, geht uns alle an. Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung. Wer sich von diesen Themen überhaupt nicht angesprochen fühlt, möge die Hand heben. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist so allumfassend, dass eben jeder und jede betroffen ist. Mit der Verabschiedung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, der schon mehrfach angesprochenen SDGs, und dem wegweisenden Klimavertrag von Paris, Frau Hendricks, herzlichen Dank, ne? Bekommt die Nachhaltigkeitspolitik neuen Schwung. Beide Verträge bedeuten Umsetzungsanstrengungen auch hierzulande. Und da, Frau Hendricks, da fehlt es noch massiv. Vielleicht sollten Sie auch mal Ihren Koalitionspartner ein bisschen einnorden, wenn ich das mal so als Norddeutsche sagen darf. Der Zug fährt, aber er fährt in die richtige Richtung. Jetzt muss man nur noch einsteigen. Deswegen möchte ich die Bundesregierung bitten, sie soll nicht nur mitfahren und im Bordrestaurant über das gute Leben sinnieren, dazu später noch ein bisschen mehr. Nein, sie soll vorne Platz nehmen und den Zug mitsteuern. Das wäre ihre richtige Aufgabe. Die Voraussetzungen dazu sind ja durchaus gut. Wir haben bereits seit 2002, Herr Kauder, das sollten Sie auch mal rückerinnern, Sie sind ja lange genug dabei, ne? Eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben eine Kanzlerin, da spreche ich jetzt durchaus mal die Union auch an, ne? Die sich auch einmal als Klimakanzlerin bezeichnet hat. Da scheint ihr bei der nationalen Umsetzung der Klimapolitik aber leider öfter zu entfallen. Irgendwie ist das verloren gegangen. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich mache mir große Sorgen, dass die Bundesregierung sich hier verzettelt. Die Nachhaltigkeitsstrategie soll nächstes Jahr fortgeschrieben werden und an die sogenannten SDGs angepasst werden. So weit, so gut. Die Regierung hat sich dazu ein aufwendiges Prozedere ausgedacht. Es gibt Regionalkonferenzen, Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft können sich vor Ort oder im Netz einbringen. Klingt soweit gut, aber das, irgendwie kenne ich das. Das gleiche aufwendige Prozedere gibt es noch ein zweites Mal bei der sogenannten Gute-Leben-Strategie. Hier gibt und gab es 100 Bürgerdialoge, eine aufwendige wissenschaftlich begleitete Auswertung. Und an deren Ende soll stehen, ich zitiere von der Homepage der Bundesregierung, die gewonnenen Erkenntnisse münden in Indikatoren für Lebensqualität, an denen sich die Bundesregierung künftig orientieren wird. Ein Bericht wird über den Stand sowie die Entwicklung von Lebensqualität in Deutschland Auskunft geben. Zitat Ende. Das kommt Ihnen bekannt vor? Tja, mir auch. Liebe Bundesregierung, aufwachen und nicht weiter Geld verplempern. Das alles gibt es bereits seit 2002. Das nennt sich nämlich Nachhaltigkeitsstrategie. Die hätten Sie nur regelmäßig anwenden und aktualisieren müssen. Die Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie und einen Bericht über deren Entwicklung finden Sie alle zwei Jahre in einer schönen Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts. Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Ich habe das hier mal mitgebracht. Die anderen Kollegen haben es ja noch nicht gezeigt gehabt. Die ist Anlass unserer heutigen Debatte. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung bewertet den Bericht und die Entwicklung der Indikatoren, ermahnt Verbesserungen an und zeigt, wo Konzepte und Veränderungen nötig sind. Das alles übrigens im Konsens und guter Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke. Das klappt nämlich wirklich toll. Auch wenn es ein mühsamer Prozess ist, aber wir schaffen es damit,
darzustellen, sozusagen das Größte, den größten gemeinsamen Nenner, den wir hier im Haus durchaus finden können, abseits allem Tagesstreits. Der Indikatorenbericht zeigt auf den ersten Blick, dass noch lange nicht alle Ziele erreicht sind. Manche sind nicht mal auf einem guten Weg. Beispiel Güterverkehr, von Herrn Lenz ja auch schon angesprochen. Ich gehe da noch ein bisschen härter mit um. Eine Verlagerung weg vom Lkw hin zu Schiene oder Wasserstraße hätte positive Umweltauswirkungen. Insbesondere mit Hinblick auf Paris ist die bessere Umweltbilanz von Schiene und Wasserstraße ein wichtiger Faktor. Leider stagnieren beide Werte bzw. entwickeln sich rückläufig. Die gesetzte Zielmarke ist also weit, weit, weit entfernt. Da müssen wir ran. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich frage mich schon, was sind die Ziele eines Berichtes zum sogenannten guten Leben? Wohin führt uns ein weiteres Indikatoren-Set? Soll dann nur die Doppelarbeit der Enquete-Kommission aus der letzten Wahlperiode fortgesetzt werden? Machen Sie hier etwa vorgezogene Wahlwerbung mit Steuermitteln? Die Gefahr der Doppelung verschiedener Indikatoren mit der Nachhaltigkeitsstrategie ist recht hoch. Was ist, wenn sich die Indikatoren gegenseitig widersprechen? Nach Planung der Bundesregierung bekommen wir im Sommer 2016 einen Bericht und einen Aktionsplan für das sogenannte gute Leben. Im Herbst 2016 kommt dann die Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie, ebenfalls mit neuen Indikatoren. Verstehen Sie mich nicht falsch, Bürgerbeteiligung ist begrüßenswert. Wir Grünen stehen da voll hinter. Auch das Messen politischer Ziele und deren tatsächliche Durchsetzung sind eine gute Sache. Ich frage mich aber, warum werden mit so großem Aufwand immer wieder neue Strategien und Konzepte erarbeitet? Warum konzentriert man sich nicht einfach mal auf die Umsetzung bereits etablierter Konzepte? Oder muss jede neue Koalition, Herr Kauder, immer wieder das Rad neu erfinden, nur damit es was Neues gibt? Die Nachhaltigkeitsstrategie ist wirklich nicht neu und im Kanzleramt als zentrale Regierungsstelle definitiv verankert. Trotzdem bekommen wir im Beirat heute immer noch häufig Gesetzentwürfe, aus denen klar hervorgeht, dass die Existenz dieser Strategie nicht bis in alle Äste der Regierung durchgedrungen ist. Die Nachhaltigkeitsprüfung in den Gesetzen wird besser. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch mal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien bedanken. Aber sie ist immer noch nicht überall bekannt. Deshalb sollten wir unsere Energie auf das Vorhandene verwenden. Wir müssen die Nachhaltigkeitsstrategie ernst nehmen und mit Leben füllen, statt immer wieder neue Strategien ins Leben zu rufen, um planlos nebeneinander zu stellen. Das vernebelt und verwirrt nämlich nur. Nachhaltigkeitspolitik muss aber genau das Gegenteil erreichen. Wir müssen klarer sehen, was wir mit unserer heutigen Politik in der Zukunft anrichten. Das ist die entscheidende Frage. Deswegen ist meine eindeutige Aufforderung, etwas weniger PR für diese Wohlfühlkoalition und etwas mehr klassisches politisches Handwerk. In diesem Sinne sollten wir uns dann mal schauen, dass wir ins nächste Jahr kommen und uns dann in einem Jahr hier wieder treffen zu dem Thema. Herzlichen Dank. Ja, soweit also die Wünsche von Valerie Wilms von den Grünen. Der nächste Redner hier in der Debatte zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland ist Lars Castellucci von der SPD, Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Nachhaltigkeit ist wirklich eine Überlebensfrage für die Menschheit. Und es ist gleichzeitig eine Chance auf mehr Lebensqualität für Bereiche, für Menschen, denen es deutlich schlechter geht als den Menschen bei uns, aber eben auch bei uns. Wirtschaftlichen Wohlstand, die Bewahrung der Schöpfung und das soziale Miteinander in Einklang zu bringen, dafür intelligente Lösungen zu finden und zusammenzuarbeiten über Grenzen hinweg, das ist wirklich ein großes Versprechen und ein Ansporn für uns in der Politik. Ich zitiere jetzt mal was. Nachhaltige Entwicklung heißt, mit Visionen, mit Fantasie und Kreativität die Zukunft zu gestalten,
Neues zu wagen und unbekannte Wege zu erkunden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht Greenpeace oder World Wildlife Fund oder irgendetwas, sondern es ist Bundesregierung. Und erlauben Sie mir vielleicht an dieser Stelle mal eine kritische Reflexion auch unseres Arbeitens. Denn wie häufig ist ein Kompromiss, den wir finden, dann doch ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen und eben noch nicht die intelligentere Lösung, die wir brauchen. Oder wie oft, und das vielleicht gerade jetzt am Jahresende, erleben wir doch auch Kolleginnen und Kollegen gehetzt von einem Termin zum anderen. Und ich frage uns mal, wo ist denn der Raum für Fantasie und Kreativität im politischen Bereich? Oder wir nehmen mal den Begriff der Nachhaltigkeit, für den wir wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Definitionen hier finden könnten, aber in einem stimmen wir doch überein: Langfristigkeit, auf Dauer angelegt. Und wie sehr sind wir nicht doch auch im politischen Betrieb von Nachrichtenlage beeinflusst bei dem, was wir dann tagtäglich tun? Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir brauchen gar nicht streiten, ob zurzeit das Glas halb leer oder halb voll ist, sondern wir können, so wie das ja auch schon angeklungen ist, gemeinsam feststellen, zum Thema Nachhaltigkeit ist noch viel Luft nach oben, auch in Deutschland. Und gleichzeitig ist es ein guter Zeitpunkt, über Nachhaltigkeit zu sprechen, denn wir haben diese wunderbaren Ereignisse, die Gipfel in New York und jetzt den Klimagipfel in Paris gehabt. Das gibt uns Rückenwind. Ich will auch sagen, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen, uns doch auch zeigen, dass die Probleme, die es auf dieser Welt gibt, eben nicht weit weg sind, sondern dass sie etwas auch mit uns zu tun haben. Und wenn wir nicht unserer Verantwortung auch gerecht werden, so gut wir das eben können als eine starke Nation und ein starkes Europa, dass sie dann auch zu unseren Problemen werden. Und wir haben drittens eine Bevölkerung, die auf Mitmachen getrimmt ist, wie wir das noch nie vorher, will ich sagen, solange das Land nicht irgendwann in Trümmern lag, aber noch nie vorher so erlebt haben. Diesen guten Zeitpunkt für eine Fortschreibung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, den müssen wir engagiert nutzen. Und ich wünsche mir dazu etwas, weil es ist ja bald Weihnachten. Ich wünsche mir erstens, dass wir ehrgeizige Ziele finden, dass wir wirklich aufgreifen, was in New York verabschiedet wurde, und dass wir definieren nicht Dinge, die wir ohnehin erreichen, weil wir stark sind, sondern dass wir ehrgeizige Ziele finden, die wirklich einen Beitrag zur Erreichung dieser globalen Ziele leisten. Ich wünsche mir, dass wir an 1992 anknüpfen, dass wir etwas schaffen, was es damals gegeben hat, nämlich einen wirklichen gesellschaftlichen Aufbruch für mehr Nachhaltigkeit. Ich denke an die lokale Agenda 21. Wir brauchen so etwas wie eine lokale Agenda 2.0, die wir jetzt ausgehend von der Diskussion um die nationale Nachhaltigkeitsstrategie starten müssen. Und das ist auch schon angeklungen, wir müssen uns als Parlament das Thema Nachhaltigkeit auch stärker aneignen, als das in der Vergangenheit passiert ist. Es ist doch so, es ist eher ein Nischendasein, als dass es wirklich Leitbild und Zentrum von nationaler Politik ist. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Forderung, dass wir die nationale Nachhaltigkeitsstrategie nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern dass sie einem Beschluss des Deutschen Bundestages zugeführt wird, dass wir sie hier diskutieren und hier im Parlament verabschieden. Wir haben Grund, optimistisch zu sein mit den Gipfelergebnissen, und wir haben, wie Karl Popper sagt, sogar die Pflicht, optimistisch zu sein. Es ist ein Optimismus nicht, dass es wird schon werden, sondern ein Optimismus der Tat. Vielleicht jetzt nicht mehr vor Weihnachten, aber im nächsten Jahr wollen wir damit engagiert weitermachen. Alles Gute und vielen Dank allen, die sich für dieses Thema engagieren. Die nächste Rednerin in der Debatte ist Sabine Leidig von der Linken. Sie ist Sprecherin für Verkehrspolitik. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich Herrn Castellucci nur anschließen. Auch ich wünsche mir ehrgeizigere Ziele für die Veränderung unserer Produktions- und Lebensweise, denn nichts anderes steht eigentlich auf der Tagesordnung, wenn wir wirklich es schaffen wollen, nachhaltig zu leben. Nun ist es aber ja so, und das haben einige der Vorredner und Vorrednerinnen schon gesagt,
dass die Relevanz dieser Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt nicht in alle Bereiche des parlamentarischen oder des Regierungshandelns eingebunden ist und dass es im Gegenteil immer wieder auch die gleichen Felder gibt, in denen das Gegenteil passiert. Das Thema Mobilität und Verkehr wurde ja schon angesprochen. Ich würde gerne einen Vorschlag machen, der sozusagen ein bisschen runtergeht von dieser großen, von den großen strategischen Linien, in denen es immer extreme Widersprüche gibt, die wir auch untereinander natürlich als politische Parteien austragen müssen, um das Wie der Umsetzung hin zu einem Vorschlag, wie der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung tatsächlich zum Stachel werden kann. Das finde ich den richtigen Anspruch, indem wir uns nämlich darum kümmern, wie der Bundestag selber handelt und welche konkreten Maßnahmen hier in unserem eigenen Haus umgesetzt werden oder nicht. Und ich will da zwei Beispiele nennen, die jetzt ganz aktuell sind. Unser Fahrdienst, den einige mehr, andere weniger häufig benutzen, Rockwin, will jetzt die 55 VW Passat, die im letzten Jahr im Mai angeschafft worden sind, ersetzen durch Mercedes-Fahrzeuge. Sie sagen, es ist nachhaltig. Rockwin sagt, diese Fahrzeuge sind imagestärker. Ich weiß nicht, ob es wirklich nachhaltig ist. Ich finde, darum müsste man sich kümmern. Der zweite Punkt, den finde ich noch wichtiger. Es werden derzeit etwa 30 Leute, die unsere IT betreuen, entlassen. 400 Abgeordnetenbüros werden von einem IT-Service betreut. Dieser IT-Service wird alle zwei Jahre ausgeschrieben, neu ausgeschrieben vom Bundestag. Und jetzt werden diese Leute sozusagen entlassen. Die neuen Firmen bieten billiger an, ob das sicherer ist, ob es sinnvoller ist, ob es nachhaltiger ist, ob es sozialer ist, ist mit großen Fragezeichen zu versehen. Und ich möchte darum bitten, dass sich der Parlamentarische Beirat zum Fürsprecher macht einer nachhaltigen Personalpolitik im Bundestag. Sorgen Sie dafür, dass mit diesem Unsinn Schluss gemacht wird, dass die Leute immer wieder in existenzielle Unsicherheit gestürzt werden, dass wir als Abgeordnete und Mitarbeiter des Bundestages immer wieder neu anfangen müssen, uns mit Leuten einzuarbeiten und unter der Hinsicht sozialer Nachhaltigkeit wäre das ein sehr konkreter und sehr wirksamer Schritt. Dankeschön. Der Beauftragte, nein, jetzt gibt es eine Kurz. Ist der Kollege Andreas Jung für die CDU. Doch keine Kurzintervention, pardon. Andreas Jung, Beauftragter für Klimaschutz der CDU-CSU-Fraktion, hat jetzt das Wort. Kolleginnen und Kollegen, ich will zu Beginn anknüpfen an meine Vorrednerin und unterstreichen, dass sich der Parlamentarische Beirat durchaus als Fürsprecher dafür versteht, dass wir als Deutscher Bundestag mit dem, was wir hier tun, Vorreiter sind für nachhaltige Entwicklung. Und das, was wir fordern, beispielsweise im Bereich der nachhaltigen Mobilität, auch als Erwartung an das eigene Haus, an den eigenen Fahrdienst richten. Und will in diesem Zusammenhang auch betonen, dass sicher nach langem Ringen und nach vielen Diskussionen es gelungen ist, dass die Grenzwerte für die Autos im Fahrdienst des Bundestags verschärft wurden, dass es gelingt, diese verschärften Grenzwerte einzuhalten, dass der Parlamentarische Beirat jetzt fordert, dass verstärkt Elektroautos hier eingesetzt werden und dass wir nach Gesprächen mit dem Ältestenrat das Vertrauen haben, dass es auch genauso kommt. Ich möchte diesen Ort dazu nutzen, dieser Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen. Wenn wir Elektromobilität insgesamt voranbringen wollen, dann müssen auch wir selber mit diesen Autos fahren. Und deshalb ist der richtige Weg, das hier einzubeziehen. Wir sprechen heute über den Indikatorenbericht, der prüft das Vorankommen der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Nachhaltigkeitsstrategie, das sind quasi die 10 Gebote für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland und dieser Bericht, die unabhängige Überprüfung als Vorlage für das Beichtgespräch. Also für die Frage, wo kommen wir gut voran und wo kommen wir weniger gut voran.
Ich will zunächst mal die internationalen Entwicklungen aufgreifen, die auch schon angesprochen worden sind. Da kann man nun sagen, dass wir in diesem Jahr ausgesprochen gut vorangekommen sind. Wir haben gestern in der Aktuellen Stunde diskutiert über den Weltklimavertrag, der nach langem Ringen endlich verabschiedet werden konnte in Paris, ein Erfolg dieser Bundesregierung. Und ich will heute noch mal verstärkt eingehen auf den Nachhaltigkeitsvertrag, auf den Weltzukunftsvertrag, der auch durch den Einsatz der Bundesregierung und mit den internationalen Partnern in New York verabschiedet werden konnte im September und der einen Paradigmenwechsel in der internationalen Politik für Nachhaltigkeit darstellt. 13 Jahre nach Rio ist es endlich gelungen, in beiden Bereichen Entwicklung und Umwelt in diesem Jahr einen Knopf dran zu machen, Verträge zu schließen und in New York einen Wechsel zu vollziehen von den Millenniumszielen. Da hatte man ja noch die Denkweise, das sind Entwicklungsziele für die Entwicklungsländer, die sollen im Prinzip so werden wie wir, dann wird alles gut, hin zu einer Denkweise, in der wir sagen, wir alle müssen uns entwickeln, weil wenn die in den Entwicklungsländern mit Ressourcen, mit Energie, mit Flächen so umgehen würden wie wir, dann bräuchten wir zwei Planeten, wir haben aber nur einen und deshalb müssen wir den gemeinsam bewahren. Und deshalb sind diese Verträge ein Erfolg, sie sind vor allem aber jetzt auch Auftrag. Und zu diesem Auftrag gehört unsere internationale Verantwortung. Und deshalb will ich an dieser Stelle schon betonen, dass ich finde, dass es ein großer Erfolg ist, dass gelingt, den Etat für Entwicklungshilfe in den nächsten Jahren um 8,3 Milliarden Euro aufwachsen zu lassen. Das ist ein ganz erheblicher Fortschritt. Und wir können sagen, wenn es die Bundesregierungen vor uns genauso gemacht hätten wie diese Bundesregierung, dann müssten wir uns keine Sorgen machen über die Einhaltung des 0,7-Prozent-Ziels, dass wir also 0,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe ausgeben. Da haben wir jetzt einen wichtigen Punkt gemacht und trotzdem gehört dazu, weil es in der Vergangenheit eben nicht so gemacht wurde, müssen wir immer wieder den Finger in die Wunde legen. Das müssen wir erreichen. Das ist ein Versprechen, das über Jahre, über Jahrzehnte von unterschiedlichen Bundesregierungen gegeben wurde. Das muss eingehalten werden. Da brauchen wir einen ganz konkreten Stufenplan, der auch gegenüber den Partnern in Entwicklungsländern zeigt, wir nehmen unsere Verantwortung wahr und wir lösen unsere Versprechen ein. Das gehört zur Glaubwürdigkeit dazu. Das müssen wir tun. Und in dem Bericht im Bereich der internationalen Verantwortung wird auch ein Punkt angesprochen, dass wir stagnieren, dort wo es darum geht, dass wir mit Entwicklungsländern Handel betreiben. Da müssen wir vorankommen. Wir brauchen Wertschöpfung in diesen Ländern. Nur durch diese Wertschöpfung wird es auch dort auch Perspektiven geben. Nur dann werden die Leute dort ihre Zukunft sehen, die Menschen vor Ort bleiben. Und deshalb brauchen wir auch Fortschritte bei dem, was Gerd Müller angeht, bei dem engagierten Angehen von Lieferketten, von Transparenz und von der Forderung, das, was hier verkauft wird, das, was dort produziert wird, das darf sich nicht vollziehen in einer Sphäre, in der unsere sozialen und unsere ökologischen Standards nicht eingehalten werden. Wir haben mit dem, sind angesprochen worden, die T-Shirts. Wir haben uns im Beirat beschäftigt mit nachhaltigem Kakao und Schokolade. Das, was wir hier konsumieren, muss nachhaltig produziert werden. Und da tragen auch wir eine Verantwortung. Und deshalb unterstützen wir diese Aktivitäten. Bei dem, was nicht so gut gewesen ist in letzter Zeit, will ich die Europäische Union ansprechen. Wir werden diesen Prozess internationale Nachhaltigkeit nur prägen können, wenn wir als Europäer geschlossen auftreten. Das war in New York bei der Konferenz so. Aber die Europäische Union wollte ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie einstampfen. Sie sollte nur noch ein Unterpunkt sein unter der Strategie Euro 2020. Und da haben wir als Beirat über alle Fraktionsgrenzen hinweg gesagt, das kann nicht sein. Die Bundesregierung hat es ebenfalls in Brüssel unterstützt. Und wir haben gesagt, die muss weitergeführt werden, diese Strategie. Und nach vielen Ringen, nach vielen Gesprächen haben wir jetzt Anzeichen, dass die EU diese Nachhaltigkeitsstrategie fortführt. Das wäre wichtig, notwendig und alles andere wäre auch ein Armutszeugnis gewesen. Und letztlich bei dem, was wir im Land machen, gibt es in diesem Bericht viele Dinge, die einen optimistisch stimmen können. Andreas Lenz hat hingewiesen auf die ausgeglichenen Haushalte. Ich will hinzufügen, das sind auch die Quote der Jugendlichen, die Ausbildung, die qualifizierte Ausbildung
abschließen. Das ist die hohe Beschäftigungsquote, die geringe Arbeitslosigkeit. Das ist ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit, zur nachhaltigen Entwicklung. Und da sind wir auf einem guten Weg und den gilt es weiter voranzuschreiten. Ich will aber auch zuletzt ansprechen, wir haben auch Hausaufgaben. Wenn man sich das anguckt, dann haben wir vor allem Hausaufgaben. Ich will wenige Bereiche ansprechen, im Bereich der Artenvielfalt. Da sind die Zahlen drastisch und dramatisch. Arten verschwinden und wenn die mal weg sind, kann man es nicht mehr korrigieren, dann sind die für immer weg. Und deshalb müssen wir es ja konsistent über alle Ressorts und Fachbereiche hinweg handeln. Umwelt, Landwirtschaft, Forst, Städtebau, da besteht Handlungsbedarf. Und ich will als zweiten Bereich hinzufügen, das gilt auch bei dem Vorankommen des Ökolandbaus. Da sind die Österreicher noch besser als wir und das sollten wir aufholen. Es gibt also noch Dinge zu tun. Wir werden die als Parlamentarischer Beirat beherzt angehen. Ich will mich zu Ende dieses Jahres bei allen Kolleginnen und Kollegen für die ausgesprochen gute und konstruktive gemeinsame Arbeit an der Sache und für die Sache bedanken. Alles Gute. Ja, und es gibt in der Tat noch eine Menge zu tun, denn das ist ja erst die erste Lesung, die zweite, dritte dann naturgemäß im neuen Jahr, weil es heute die letzte Sitzung ist. Nächster Redner jetzt hier für die SPD-Fraktion, Bernd Westphal. Kolleginnen und Kollegen, in der heutigen Debatte geht es um die anstehende Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Durch die neuen globalen Nachhaltigkeitsziele haben sich die Anforderungen erhöht. Und Deutschland muss sichtbar die Vorreiterrolle behalten. Wir müssen technologisch, wirtschaftlich, sozial und ökologisch stark bleiben. Bei den insgesamt 21 Indikatoren will ich auf einige eingehen. Ein klares Ja zur Energiewende und zur Energieeffizienz und dadurch auch die Senkung des Primärenergieverbrauchs. Treibhausgase reduzieren, aber auch in den bisherigen Pfaden, die wir uns vorgenommen haben, bleiben. Allerdings ist auch die hohe industrielle Wertschöpfung in Deutschland zu berücksichtigen. Die hat uns gerade in der Finanzkrise enorm geholfen und Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung heißen. Bei den erneuerbaren Energien brauchen wir global Anstrengungen, mehr Anstrengungen für eine umweltverträgliche Stromerzeugung. Die bisherigen weltweite Entwicklung mit steigenden Energie- und Stromverbrauch und steigenden CO2-Emissionen muss durchbrochen werden. In Deutschland sind wir gerade beim Stromsektor auf einem guten Weg und müssen nun den Strommarkt mit den volatilen erneuerbaren Energien aufeinander abstimmen. Nachholbedarf gibt es im Wärme- und Verkehrsbereich sowie in Landwirtschaft. Anstrengungen gerade auf Bundesebene, auf Landesebene und kommunaler Ebene müssen mehr verzahnt und koordiniert werden. Was die wirtschaftliche Zukunftsvorsorge angeht, Deutschland ist nach wie vor eines der bedeutendsten Industrienationen der Welt. Wohlstand und Beschäftigung hängen deshalb mehr als in anderen Ländern in hohem Maße auch von industrieller Produktion ab. Auch aus der Innovationskraft der Industrie und dem Mittelstand entstehen international anerkannte Qualitätsprodukte, die wir zur Lösung der globalen Probleme dringend brauchen. Sorge muss uns die stagnierende und teilweise rückläufige Nettoinvestitionsquote der letzten Jahre machen. Wir brauchen direkte und indirekte Impulse für die Bruttoanlageninvestitionen. In Verbindung mit Nachhaltigkeit stehen Anreize für Energieeffizienz, aber auch für den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur. Auch Anreize privater Investitionen in nachhaltige Entwicklung muss daher gefördert werden. Und wir brauchen klare politische und sichere Rahmenbedingungen für ein investitions- und innovationsfreundliches Umfeld. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht nur um die Erreichung eines Ziels, sondern die Verknüpfung. Alle Ziele greifen ineinander und helfen dabei, Nachhaltigkeit Deutschlands zu schaffen. Und wir brauchen eine nachhaltige Industrie-, Energie- und Klimapolitik, die industrielle Entwicklung und Innovation fördert, langfristig eine umwelt- und klimaverträgliche Energieversorgung sichert und das Klima natürlich auch schützt und fortschrittlich voranbringt. Es geht aber nicht um Arbeit statt Umwelt oder Umwelt statt Arbeit, sondern um die Förderung all dessen, was eine Vereinbarkeit im Sinne von Nachhaltigkeit und einer besseren, auf höherem Niveau ausmacht. Und dazu gehören vor allen Dingen auch Arbeits- und Ausbildungsplätze. Was wir heute tun, muss die Zukunft unserer Kinder und Enkel im Blick behalten. Und das darf
Aus Ihrer Sicht, eine lebenswerte Umwelt und Wohlstand muss gesichert werden. Und vor allen Dingen darf es die soziale Sicherheit nicht schmälern. Und das sage ich als Vater und stolzer Großvater meines kleinen Luis, der vor allen Dingen Perspektive braucht. Und deshalb haben wir Verantwortung, auch hier als Abgeordnete. Und dazu müssen wir für ein tragfähiges Gleichwohl für Umweltschutz, sozialer Verantwortung und wirtschaftliche Notwendigkeit sorgen. Der notwendige Strukturwandel wird nur gelingen, wenn wir soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte gleichrangig berücksichtigen. Eine nachhaltige Zukunft liegt in unserer Hand. Und ein Lakato-Indianer hat einmal gesagt, wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, wir haben sie von unseren Kindern geliehen. Herzlichen Dank für die interfraktionelle Zusammenarbeit im Parlamentarischen Beirat. Herzliches Glück auf. Für die CDU-CSU. Und auch der nächste Redner, Matern von Marschall von der CDU, ist Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, der ja heute hier diesen Bericht vorlegt, zum Indikatorenbericht Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ein wenig Kritik vorab und dann auch ein wenig Lob hinten nach. Die Kritik betrifft die Präsenz der beiden maßgeblichen Ministerien, Umwelt und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Minister kann ich leider im Moment nicht mehr erkennen. Frau Hendricks war da. Was mich freut, und da kommt das Lob hinten nach, ist die Präsenz unseres Fraktionsführers. Vielen Dank, Herr Kauder. Die übrigen Fraktionsführer kann ich, soweit ich das im Moment überblicke, auch nicht erkennen. Herr also über die Kollege von Marschall, ich kann aber auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen im Augenblick nicht erkennen. Das ist noch bedauerlicher für diese an sich ja gute Primetime, in der wir uns hier befinden. Ja, jetzt kommen wir zum Thema. Nämlich das Thema ist ja einigermaßen symbolisiert durch die Präsenz. Und weil das von der Linken kam, der Einwurf, Frau Kollegin Menz, Sie haben ja, ich glaube, das zitiere ich richtig aus der Erinnerung, den Wachstumszwang überwinden genannt. Ne? Jetzt ist es aber leider so, dass ohne ein Wachstum kein wirtschaftlicher Erfolg und ohne wirtschaftlichen Erfolg auch keine Steuereinnahmen da sind. Und ohne Steuereinnahmen auch nicht die Möglichkeit besteht, 1 Million Flüchtlingen in diesem Land zu helfen. Insofern ist es schon ganz hilfreich, dass wir mit annähernd 700 Milliarden Euro Steuereinnahmen in Deutschland maßgeblich und wesentlich in Europa zu dieser Frage beitragen. Und Sie brauchen gar nicht weiter schimpfen, denn uns in Deutschland ist es immerhin auch gelungen, die wirtschaftliche Entwicklung zu entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Und im Übrigen sind wir auch führend in dem Aufbau erneuerbarer Energien und forschungsbasiert maßgeblich auch verantwortlich für den Technologietransfer. Und das ist ein nennenswerter Beitrag zur Nachhaltigkeit insgesamt. Ich beziehe übrigens einen Punkt in der Nachhaltigkeit jetzt mal symbolisch darauf, wie schwierig die Balance hier herzustellen ist, nämlich den Baubereich, in dem wir ja im Umweltausschuss auch Verantwortung tragen. Wenn wir also für Hunderttausende von Menschen, die einerseits zu uns kommen und die andererseits etwa in Schwerpunkt-Universitätsstädten wie meiner Heimatstadt Freiburg neuen Wohnraum brauchen, dann müssen wir eben hier eine Balance finden zwischen ökologischen Ansprüchen an das Bauen, einer Geschwindigkeit, die wir hier auch brauchen, und einer Kosteneffizienz. Und in dieser Balance befindet sich unsere praktische Politik. Und wenn wir 500 Millionen zusätzlich in sozialen Wohnungsbau ausgeben, aber in keiner Priorisierung etwa für Flüchtlinge oder für Bedürftige, die in unserem Land schon leben, dann ist das auch ein gutes Symbol, wie wir Nachhaltigkeit begreifen. Ich würde ganz gerne, und da muss ich mich eigentlich umdrehen, sehr geehrter Herr Präsident, noch auf unser Haus und seine Arbeit zu sprechen kommen. Sie sind ja vor der Konferenz in New York mit der Interparlamentarischen Union in New York zusammengetroffen, ich glaube am 1. September. Und wir hatten die Freude, in Paris während des Klimagipfels mit Ihrem Präsidenten, mit Sabah Chaudhuri, zusammenzutreffen, von dem, das darf ich vielleicht an diesem Platz hier sagen, wir Ihnen ganz herzliche Grüße übermitteln sollen.
Die Auskunft geht auch in die Richtung. Es ist für uns von außerordentlicher Bedeutung, den interparlamentarischen Austausch voranzubringen, um festzustellen, wie in anderen Parlamenten dieser Erde sozusagen fachausschussübergreifend die Arbeit der Nachhaltigkeitsentwicklung vorangebracht wird oder wie sie vielleicht im Moment auch noch nicht vorangebracht wird. Und insofern begreifen wir diese Möglichkeit des interparlamentarischen Austausches etwa auch auf solchen globalen Konferenzen als eine Möglichkeit, auch anderen diesbezüglich hilfreich zur Seite zu stehen und Anregungen zu geben. So, ich möchte, sehr geehrte, liebe Frau Dr. Wilms, auf Ihren stets pragmatischen Ansatz noch mal zurückkommen. Doppelungen, da haben Sie vollkommen recht, sind an sich nicht sinnvoll. Es heißt aber auch, dass wir eine Integration der Arbeit nicht nur aus dieser Lebensqualität in die Nachhaltigkeitsstrategie brauchen, sondern sie muss natürlich die Integration der globalen Nachhaltigkeitsstrategie, der noch nicht vorhandenen europäischen und der nationalen leisten. Das sehen wir schon zusammen. Ich will Ihnen aber schon ein bisschen Wasser noch in den Wein schütten. Es ist nämlich so, dass das Nachhaltigkeitsthema leider kein Privileg etwa einer Fraktion oder einer Partei ist. Und ich freue mich, dass wir am Montag und Dienstag ja unseren Bundesparteitag der CDU hatten, in dessen Zentrum ein umfangreiches Werk ja die Nachhaltigkeitsstrategie der CDU postuliert ist. Es lohnt sich, die nachzulesen, auch weil sie eine Fortsetzung der begonnenen Politik etwa unseres Ministers Müller im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Textilbündnis, was eine durchgängige Lieferkette herstellen soll, leistet. Ich möchte zum Abschluss auf die Weihnachtstage blicken, die ja naturgemäß auch Tage, sagen wir mal, des Abarbeitens von Wunschlisten bedeuten. Und da können wir recht praktisch alle zusammen nachhaltig leben, indem wir nämlich, Andi Jung hat es auch schon angesprochen, auf zuverlässige Label achten, Label, die wir andererseits auch noch zuverlässig entwickeln müssen und wo wir da, wo da geschummelt wird, auch kräftig auf die Finger klopfen müssen. Aber wir haben das im Bereich der Schokolade, wir haben es im Bereich des Tees. Das ist alles, was Sie kennen, eine gute Möglichkeit, das Weihnachtsfest sozusagen auch mit einem guten Gewissen, was die Nachhaltigkeit angeht, zu feiern. Und man kann auch auf die lokalen Produkte achten, auch die Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, ich nenne da vor allen Dingen im Südwesten, Edeka, achtet sehr darauf, dass regionale Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir müssen versuchen, über die nächsten Jahre, und das ist schon wichtig, in der Verzahnung der verschiedenen Ebenen, also nicht nur horizontal, etwa interparlamentarischer Austausch, sondern eben vom nationalen Parlament in die Bildung, die ja Sache der Länder ist, hineinzugehen, um den Menschen eine bessere Möglichkeit zu bieten, selber nachzufragen, selber zu lernen, was bedeutet es eigentlich für mich, konkret im Alltag nachhaltig zu leben. Und daran wollen wir arbeiten. Ich wünsche Ihnen am heutigen letzten Sitzungstag uns allen gute, erholsame Weihnachtszeit und freue mich auf eine wunderbare Zusammenarbeit im kommenden Jahr. Ja, in der Tat, heute ist der letzte Sitzungstag hier im Bundestag, aber auch der Bundesrat sitzt heute zusammen und darüber werden wir dann nachher berichten. Zunächst geht es hier weiter mit der Debatte über die nachhaltige Entwicklung in Deutschland mit Janine Flughardt von der SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, wir haben schon viel über den Indikatorenbericht gehört. Ich beziehe mich heute ausschließlich auf den Indikator 14e, Anteil der Menschen mit Adipositas, sprich Fettleibigkeit. Die Gesundheit der Bevölkerung ist ein wichtiges Zukunftsthema und entscheidend für die ökonomische und soziale Entwicklung. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO, der europäischen Region, haben sich deshalb auf ein gemeinsames Rahmenkonzept Gesundheit 2020 verständigt. Die Strategie ist insbesondere darauf ausgerichtet, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern. Besonders ausgeprägt ist die Bedeutung der sozioökonomischen Situation für die Verbreitung von Adipositas. Starkes Übergewicht ist ein bedeutender Risikofaktor für Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, erhöht. Doch, Herr Kauder, das ist ganz wichtig vor Weihnachten. Das stehen ja sehr fettreiche Tage vor uns. Von daher können Sie vielleicht 2 Minuten noch zuhören. Das alles ist uns bekannt, auch Herrn Kauder, das ist ganz wunderbar.
aber der Anteil adipöser Personen ist in den niedrigen Statusgruppen deutlich größer als in den höheren Statusgruppen. Und bei Frauen, traurigerweise, wirkt sich der sozioökonomische Status noch stärker aus als bei Männern. Gleichzeitig nehmen jedoch Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status Präventionsangebote seltener in Anspruch als Personen mit höherem Status. In Deutschland ist in den vergangenen Jahren eine Zunahme von ungesundem Ernährungsverhalten und Bewegungsmangel festzustellen, deren Folge die Anzahl der übergewichtigen Menschen zunimmt. Es ist von besonderer Wichtigkeit, gegen den Anstieg ernährungsbedingter Krankheiten aktiv vorzugehen. Hierbei muss vor allem die Gruppe der Kinder und Jugendlichen in einen besonderen Fokus gerückt werden. Kitas und Schulen gelten wegen ihres universellen und vergleichsweise diskriminierungsarmen Zugangs als Schlüssel zur Verbesserung gesundheitlicher Chancengleichheit. Die Daten der KICS-Studie des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozialen Status insgesamt seltener sportlich aktiv sind und Vereinssport treiben und leider Gottes mehr Zeit mit Nutzung elektronischer Medien verbringen als Gleichaltrige aus der mittleren oder hohen Statusgruppe. Hinzu kommt, dass sich Kinder und Jugendliche der niedrigen Statusgruppe ungesünder ernähren. Sie konsumieren deutlich häufiger Weißbrot, Fleisch, Wurstwaren, Fastfood-Produkte sowie fast alle zuckerreichen Lebensmittel und Getränke. Der Anteil der übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendlichen ist in der niedrigen Statusgruppe ebenfalls am größten. Präventive Maßnahmen sollen in besonderem Maße sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status erreichen, da diese häufig einen schlechteren Gesundheitszustand haben. Diese Bevölkerungsgruppen nehmen, wie bereits schon erwähnt, die verhaltenspräventiven Maßnahmen jedoch leider am wenigsten wahr. Und genau daraus ergibt sich ein Bedarf an spezifischen Angeboten und an weiterführenden Ansätzen. Dazu gehören Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und verhaltenspräventive Maßnahmen, die das Ziel haben, die Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen so zu entwickeln, dass sie der Gesundheit der Bevölkerung dienen. Es besteht weiterhin erheblicher Bedarf, die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung gesellschaftspolitisch zu stärken, finanziell auszubauen und neben den verhaltenspräventive Maßnahmen umzusetzen sowie miteinander zu verzahnen. Darunter müssen unbedingt Initiativen, die ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität für alle Menschen unterstützen, in den Fokus genommen werden. Uns ist allen klar, dass natürlich in erster Linie die Eltern in der Pflicht sind, hierauf zu achten. Dennoch dürfen wir als Staat sie dabei nicht allein lassen. Denn wir haben doch ein ureigenes Interesse an der Senkung von horrend teuren Ausgaben im Gesundheitswesen, die man im Kindes- und Jugendalter bereits vermeiden kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen hier im Hause eine gesegnete und friedvolle Weihnacht. Soweit ist es noch nicht, aber die Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung hier im Parlament, die wird jetzt beendet von Sibylle Benning von der CDU. Auch sie ist Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, als letzte Rednerin dieser Debatte möchte ich, nachdem wir viel Optimierungspotenzial noch festgestellt haben, aber auch eine Menge Lob gehört haben, jetzt einfach mal aufzeichnen, was wir jetzt alles schon unternehmen, um die Nachhaltigkeitsstrategie mit Leben zu füllen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele müssen jetzt auch lokal umgesetzt werden. Diese konkreten weltweiten Ziele erfordern es, unser Leben in Zukunft nachhaltiger gestalten. Und jetzt befinden wir uns in einem strukturierten Dialog, um die vertikale Kohärenz bei der Umsetzung zu gewährleisten. Und seit diesem Herbst auch unter reger Teilnahme der Bevölkerung dank der Bürgerdialoge der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. In dieser Rede möchte ich mich auf zwei Indikatoren des Nachhaltigkeitsberichtes konzentrieren. Die Indikatoren zu Bildung und Innovation, also Forschung. Bildung ist der Katalysator für die Sicherung einer nachhaltigen und damit besseren Zukunft. Und in der neuen Nachhaltigkeitsstrategie soll Bildung für Nachhaltigkeit mehr Gewicht erhalten. Bildung für nachhaltige Entwicklung hat das Ziel, vom Wissen zum Handeln zu kommen. Und bis 2030 soll jeder Lernende wissen, zum Beispiel, was ein nachhaltiger Lebensstil ist, was Menschenrechte sind und was Geschlechtergerechtigkeit bedeutet. Und das alles
soll ein nachhaltiges Bewusstsein fördern. Bildung für Nachhaltigkeit ist kein Randthema, sondern gehört in Kita, Schule, Berufsschule, Hochschule, Forschungsinstitute und Unternehmen. Denn der Blick in die Zukunft muss mitgedacht werden, lebenslang. Ja. Es gibt bereits Initiativen, die diese Aufgaben durchführen. Im Anschluss an die UN-Dekade Bildung für Nachhaltigkeit werden wir jetzt unser nationales Konzept umsetzen. Und hier freut es mich ganz besonders, dass die erfolgreiche Bundesinitiative zur MINT-Bildung, das Haus der kleinen Forscher, in der schon die Kleinsten in Kitas und Grundschule für Wissenschaft und Forschung begeistert werden, auch in der Vermittlung von Bildung für Nachhaltigkeit einbezogen werden. Und wenn wir, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, 80% der Kindertageseinrichtungen mit den kleinen Forschern erreichen, so ist das doch wohl schon ein guter Anfang. Diese vielversprechende Verbindung von MINT-Initiativen und Bildung für nachhaltige Entwicklung begrüße ich ausdrücklich. Ich komme zur Forschung. Forschungsergebnisse unterstützen unser Verständnis vom Klimawandel und unsere Fähigkeit, mit den Folgen umzugehen. Und im Rahmen dieses Wandels zu einer nachhaltigen Gesellschaft müssen wir scheinbar gegenläufige Ziele in Einklang bringen. Wohlstand, Fortschritt und eine lebenswerte Zukunft. Und dabei sollen gleichzeitig der Ressourcenverbrauch und der Ausschuss klimaschädlicher Stoffe gemindert werden. Das ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Und auch unser Leitantrag auf dem CDU-Parteitag, Nachhaltigkeit leben und Lebensqualität bewahren, unterstreicht das einmal mehr. Er ist lebens- und ausführungswert. Mit den Copernicus-Projekten wurde jetzt die größte Forschungsinitiative zur Energiewende gestartet. Neue Energiesysteme und Konzepte sollen entwickelt werden, um sie im großen Maßstab anwenden zu können. Und sowohl die maximale Förderdauer von 10 Jahren als auch die geplante Fördersumme von 400 Millionen Euro machen den herausragenden Stellenwert des Vorhabens deutlich. Copernicus soll die Weichen für neue Wege in der Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft stellen. Copernicus ist eine Energieforschung, die uns hilft, unsere Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu erreichen. Das Anfang dieses Jahres vorgestellte Forschungsprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklung, FONA 3, ist darauf ausgerichtet, Innovationen zum Umbau zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu fördern. Und unter den zentralen Elementen des neuen Programms ist neben der Green Economy und der Energiewende besonders die Zukunftsstadt. Das Thema, was mich als Berichterstatterin für nachhaltige Stadtentwicklung besonders beschäftigt. Die Stadt der Zukunft braucht eine nachhaltige Stadtentwicklung. Nachhaltige Stadtentwicklung ist erfreulicherweise ein eigenes globales Nachhaltigkeitsziel, das SDG 11. Im Bereich nachhaltiger Urbanisierung ist die deutsche Forschung auch international führend und trägt mit einer Reihe ausgezeichneter Forschungsprogramme dazu bei, Städte und Megacities der Zukunft lebenswert zu machen. Das müssen wir mehr in den Vordergrund stellen, da hat die Kollegin völlig recht. Zusammen mit dem UN-Habitat-Programm und weiteren Partnern fördert das BMBF mit dem Projekt Rapid Planning die Entwicklung einer schnell umsetzbaren transsektionalen Stadtplanungsmethodik, die eine rasche Anpassung an schnell wachsende Städte erlaubt. Ich hatte die Möglichkeit, mit Architekten und Studenten in Hanoi intensiv dieses Programm zu diskutieren. Es kommt gut an und es wird auch realisiert. Für die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wäre es gut, und das meint auch der Bericht, Faktoren mit den Indikatoren von Fläche, Innovation, nachhaltige Mobilität im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zusammenzufassen und abzubilden. Das muss natürlich im Dialog mit den Kommunen geschehen. Als Berichterstatterin sind mir verschiedene Kommunen bekannt, die dank des FONA-Programms Zukunftswerkstatt hervorragende, nachhaltige und zukunftsweisende Projekte implementiert haben. Ich nenne hier jetzt einfach nur Freiburg und Bottrop, naja, von Münster ganz zu schweigen. Eine,
Eine ganz erfreuliche Entwicklung ist die zunehmende Wertschätzung urbaner Grünflächen in der Stadtplanung. Grün in der Stadt sorgt nicht nur für Freiräume, Orte der Begegnung, der Erholung, der Integration, sondern auch liefert auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und der Gesundheit. Grün in der Stadt ist einfach lebensnotwendig und völlig ideologiefrei, meine Kollegen. Davon profitieren kleine und große Städte, kleine Forscher bis hin zu großen Forschungsvorhaben. Nachhaltig. Meine Kollegen, ich wünsche Ihnen allen eine gute Weihnachtszeit und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr.